Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute werde ich den Mythos über Demeter und Persephone erzählen. Doch bevor ich anfange, vergiss nicht, meinen Kanal zu abonnieren, das Glöckchen zu aktivieren, um kein weiteres Video mehr zu verpassen. Schon seit Tagen suchte Demeter, die Göttin der Fruchtbarkeit, verzweifelt nach ihrer einzigen Tochter Persephone. Mit zwei brennenden Fackeln in den Händen suchte sie die gesamte Oberwelt ab, aber sie konnte ihre Tochter nicht finden. Aus diesem Grund ging Demeter zu Apollon, dem Gott der Weissagung, und fragte ihn, ob er wisse, wo Persephone sei. Apollon sagte ihr, nein, das weiß ich nicht. Aber Demeter wollte sich damit nicht zufrieden geben und stichelte weiter auf ihm rum und sagte, du bist doch Apollon, der Gott der Weissagung, du weißt alles. Doch Apollon war selber verwirrt, dass er es nicht wusste. Also machte sich Demeter weiter auf die Suche nach ihrer Tochter. Dabei vernachlässigte sie jedoch ihre Pflichten als Göttin der Fruchtbarkeit. Und aus diesem Grund geschah Folgendes. Die Bäume bekamen keine Früchte und Blüten mehr. Es wurden keine Kinder mehr geboren. Auf den Feldern wuchsen nur Halme mit leeren Ähren. Und die Kühe gaben keine Milch und bekamen keine Kälber. So kam es also zu einer Hungersnot. Und die Menschen waren traurig und weinten. Und sie versammelten sich zusammen im Tempel zum gemeinsamen Gebet. Zeus erhörte ihre Gebete. Und er schaute von seinem Thron hinunter auf die Erde herab. Und wunderte sich, wo ist denn Demeter? Warum vernachlässigt sie ihre Arbeit denn so sehr? Warum leiden die Menschen solch Hunger? Hermes, der Bote der Götter, welcher an Zeus Seite stand, sagte ihm, Demeter, sie habe ich seit Monaten nicht mehr gesehen und auf den Olymp kommt sie auch nicht mehr. Zeus wandte sich also an Apollon und fragte ihn, Apollon, weißt du, wo Demeter ist? Apollon überlegte kurz und sagte, ja, sie hat sich in einer Höhle versteckt. Sie ist traurig, weil sie ihre Tochter Persephone nicht findet. Zeus hakte weiter nach und fragte, weißt du denn, wo Persephone ist? Apollon zögerte, entschloss sich jedoch zu antworten und sagte, ja, Persephone ist bei Hades in der Unterwelt. Dort darf Demeter aber nicht hin. Ich wollte es ihr ja sagen, aber ich konnte nicht. Ich habe Hades versprochen zu schweigen. Danach rief Zeus den Gott Pan zu sich und trug ihm auf, Demeter auf den Olymp zu holen und ihr zu sagen, dass er wüsste, wo Persephone sei und sich um die Angelegenheit kümmern würde. Nachdem Pan losgeflogen war, trug Zeus Hermes auf, auch Hades und Persephone auf den Olymp zu holen. Und so trafen sich die drei, Demeter, Hades und Persephone, auf dem Olymp. Demeter war überglücklich, ihre Tochter wiederzusehen. Und sie freute sich, dass es Persephone gut ging, aber sie wollte natürlich, dass ihre Tochter nun mit ihr in die Oberwelt zurückkehren würde. Hades wollte aber etwas anderes. Er wollte, dass Persephone, die mittlerweile seine Ehefrau geworden war, mit ihm in der Unterwelt blieb. Zeus musste also schlichten. Und nach langem Hin und Her entschied er, dass Persephone jedes Jahr 6 Monate bei ihrer Mutter in der Oberwelt und die restlichen 6 Monate unten bei Hades in der Unterwelt verbringen sollte. Und genau so entstanden die 4 Jahreszeiten. Winter, Frühling, Sommer und Herbst. Als Persephone unten in der Unterwelt bei Hades war, herrschte auf der Erde Winter, denn Demeter war traurig, dass ihre Tochter nicht bei ihr war. Im Frühling jedoch begann die Welt aufzublühen, denn Demeter begann sich auf ihre Tochter zu freuen. Und so blieb es bis September, die Zeit, welche Persephone in der Oberwelt bei Demeter verbrachte. Und danach wurde es wieder Winter, als Persephone zu ihrem Ehemann Hades zurückkehren musste. Dies war mein Video über Demeter und Persephone. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann hinterlasst mir gerne einen dicken Daumen nach oben. Hier könnt ihr das Video über Hades und Persephone finden. Und wenn ihr Interesse an griechischer Mythologie habt, dann abonniert gerne meinen Kanal. Tschüss und bis zu meinem nächsten Video.